Zomek, diese Woche wurde von einer schrecklichen Tragödie überschattet. Ja, das ist ein wirklich rabenschwarzer Tag, nicht nur für Düsseldorf gewesen, sondern auch für die zivile Luftfahrt. Und ich trauere sehr mit den Angehörigen und Freunden all dieser Menschen, die im Flugzeug gesessen haben. Und wir sind wirklich tief bewegt und erschrocken über die weiteren Erkenntnisse, die gewonnen wurden, was die Tragödie ja noch schlimmer macht. Und man kann es überhaupt nicht begreifen, was da passiert ist. Und ich glaube, wir werden viel zu tun haben, darüber nachzudenken, wie man mit solchen Dingen in der Zukunft umgeht, was das für uns bedeutet. Und heute ist es auch zu früh, glaube ich, jetzt schon konkrete Forderungen zu stellen, was da alles zu tun ist. Aber ich glaube, es gibt sicher auch einen Handlungsrahmen für die Luftfahrt, wie man hier an bestimmten Stellen Verbesserungen vornehmen kann, damit so etwas nicht mehr passiert. Es ist auch schwer, dann zu normalen Themen zum Alltag überzugehen. Aber in dieser Woche sind ja auch etliche Gesetzgebungsverfahren zu Ende gebracht worden, beispielsweise die Lkw-Maut. Das stimmt. Wir haben gestern die Novelle der Lkw-Maut beschlossen. Und das bedeutet, dass zukünftig weitere 1000 Kilometer von Bundesstraßen bemautet werden, dass auch Lkws bisher war das Mindestgewicht bei 12 Tonnen. Jetzt müssen auch die LKWs zwischen 7,5 und 12 Tonnen bemautet werden. Das generiert zusätzliche Einnahmen für den Verkehrshaushalt und das ist dringend notwendig. Wie bekannt ist, Brücken, gerade in Nordrhein-Westfalen, auch hier haben wir dieser Woche einen Beschluss gefasst, dass man nochmal für die Rheinbrücken Sondermaßnahmen bereitstellt, um die in Ordnung zu bringen. Ein weiteres wichtiges Gesetzgebungsverfahren ist die Pkw-Maut. Die Pkw-Maut wird heute beschlossen vom Deutschen Bundestag und es ist sicherlich ein Projekt, was wir auch als nordrhein-westfälische CDU nicht nur mit völliger Begeisterung getragen haben. Es ist ganz klar ein Wunsch unseres Koalitionspartners der CSU gewesen. Ich glaube aber, dass uns im Verfahren gelungen ist, bestimmte Dinge zu verändern, die wir als inakzeptabel angesehen haben, beispielsweise die Idee, dass alle Straßen bemautet werden und damit sämtlicher Grenzverkehr, wo wir ja sehr viel zu den Niederlanden haben, dadurch ja erheblich blockiert worden wäre. Und ich denke, die Kompromisse, die wir da erzielen konnten, machen es für uns auch annehmbar. Unter dem Strich bleibt natürlich das Problem, dass wir mehr Geld für die Verkehrsinfrastruktur brauchen. Aber hier muss man auch sagen, sind wir auf einem guten Weg, macht Alexander Dobrindt wirklich einen sehr, sehr guten Job. Wir haben noch in den letzten Jahren uns immer gefreut, dass wir die Investitionslinie von 10 Milliarden Euro halten konnten. Mit verschiedensten Sonderprogrammen, nenne die 5 Milliarden aus dem Koalitionsvertrag, jetzt nochmal aus dem Schäuble-Konzept weitere 4,35 Milliarden, ist es so, dass wir künftig statt 10 sogar 14 Milliarden jedes Jahr für die Verkehrsinfrastruktur investieren. Und das ist natürlich wichtig, gerade in Nordrhein-Westfalen. Wir sind der Logistikstandort Nummer 1 und wir sind Mobilitätsstandort. Das ist dringend notwendig. Ein weiteres Thema war ein Fachkongress der Fraktion, der Bundestagsfraktion zum automatisierten Fahren, an dem Sie auch mitgewirkt haben. Das stimmt. Ich bin Berichterstatter im Verkehrsausschuss für die digitale Straße, denn für uns ist die Herausforderung, wie können wir die Verkehrsinfrastruktur mit den Fahrzeugen verknüpfen. Das Idealziel besteht für mich darin, dass kein Fahrzeug mehr in der Stadt bremsen muss. Ich glaube, auch gerade bei uns in Düsseldorf ist das klar, was das für Vorteile bringt. Erstmal im Lärmschutz, bei den Feinstaubemissionen, bei CO2-Ausstoß, beim Verschleiß der Straße. Und die Idee dahinter ist ganz einfach, dass halt eben die Ampeln so mit den Fahrzeugen vernetzt werden, dass sie als Fahrer eine Geschwindigkeit angezeigt bekommen, mit der sie garantiert die Ampeln bei Grün erreichen. Und das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, da müssen wir sehr viel tun. Andere Länder sind da auch ganz gut unterwegs. In Amerika werden gerade 90.000 smarte Ampeln beschafft. Die haben da ähnliche Ziele. Und wenn man jetzt so guckt auf das Thema Elektroauto oder wenn man auch auf das Thema selbstfahrendes Auto guckt, sind die Amerikaner ja durchaus in der Lage gewesen, Schlagzeilen zu machen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir hier schneller sind als die USA und dass die Forschung und die Entwicklung von solchen Technologien bei uns in Deutschland stattfindet. Und gestern gab es in der Kernzeit eine große Bundestagsdebatte zur digitalen Bildung. Ja, das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, leider ziemlich zurück sind. Als ich in den Stadtrat gewählt wurde 1999, habe ich damals mit Joachim Erwin gemeinsam das Programm eSchool gemacht. Wir haben alle Düsseldorfer Schulen mit Computern ausgerüstet und haben gesagt, digitale Bildung ist eine Schlüsselqualifikation für die Zukunft. Also am Deutschen Bundestag arbeitet niemand tatsächlich mehr mit Papier und Bleistift, sondern alle mit Computern. Das Internet ist eine
wichtige Wissensressource und je früher Kinder damit anfangen, umso besser ist das. Wenn man in andere Länder guckt, die gerade aufholen, nach China beispielsweise, dann kann man da Lehrpläne sehen, die sehr ambitioniert sind, Ausstattung, die sehr ambitioniert sind. Und wir haben hier in den letzten Jahren überhaupt keinen Fortschritt erzielt. Es ist eine Tragik, es ist ein Thema, was in alleiniger Länderhoheit ist. Bildung ist das letzte wirkliche Thema, was den Ländern noch verbleibt. Und wie mit dem Thema digitale Bildung umgegangen wird, das finde ich einfach nur noch peinlich, was die Länder da machen. Und wir haben hier im Bundestag jetzt beschlossen, wir wollen, dass die Länder einen Staatsvertrag machen und sich einmal hier auf verbindliche Regeln und auch auf einen Fahrplan verständigen. Es kann doch nicht sein, dass überall die Kinder auf dieser Welt geschult werden, was das Thema Internet und digitale Medien betrifft, nur in Deutschland nicht. Und eine letzte Frage, wie geht es denn jetzt nach diesen zwei Sitzungswochen weiter? Ja, wir haben jetzt die Osterpause, die allerdings sehr intensiv genutzt wird. Wir werden in Düsseldorf eine ganze Reihe Veranstaltungen machen. Ich bin nicht nur bei der Hauptversammlung der Gesellschaft Reserve, sondern wir haben vor allem am Mittwoch, am 1. April, den großen Start in den Zuwanderungsdialog der CDU in Düsseldorf. Wir haben Rita Süssmuth als Gastrednerin. Wir werden darüber diskutieren, ob man ein Zuwanderungsgesetz braucht oder nicht, ob die Menschen verstehen, wie Zuwanderung funktioniert. Brauchen wir mehr Wirtschaftseinwanderer? Müssen wir strenger mit denen umgehen, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hierher kommen? Wie ist eigentlich das Thema Werte bei der Zuwanderung? Und da haben wir ein interessantes Podium zusammengestellt. Da ist ein Gründer von Trivago, Rolf Schrömgens, dabei. Da ist der neue Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlingswesen dabei. Da ist der neue Chef der Düsseldorfer Arbeitsagentur. Und ich glaube, das wird ein sehr spannender Abend werden. Wer Interesse hat, es gibt noch einige wenige Plätze. Es ist am 1. April abends Anmeldung gerne über mein Büro. Vielen Dank.